So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge von Oddworld New and Tasty. Ich hüpfe mal gleich rüber und dann wollen wir uns ja auf den Weg machen ins nächste Tor. So, hier müssen wir langsam auch mal aufpassen. So, ach so, hätten wir uns gar nicht weiter bewegen brauchen. So, hier ist das schon. So, da warten wir nochmal, dann hüpfen wir hier hin. Dann warten wir auch nochmal. So. Eigentlich müssten wir hier auch gar kein bisschen schleichen. Das ist ja alles easy peasy. So, und dann können wir eigentlich sagen, abräumen ins nächste Vergnügen. Ach so, man muss auch erst die ersten Räume immer fertig machen, bevor man weitermachen kann, denke ich. So, speichern. Was geht hier wieder ab? Hier sind wieder Hunde ohne Ende. Hier ist für ein Service. Was gemacht? Ich hoffe nur nicht, dass jetzt, wenn ich hier jetzt aktiviere, dass oben bei mir, wo ich zaubere, dass da was rauskommt. Alter, es reicht da jetzt von ins Log. So, die sind schon mal weg. Da kann ich nicht mehr was mehr machen. So, hier können wir jetzt wahrscheinlich von beiden Seiten. Fuck. Nee, ach, ist so, dass da kein Ding hier. Noch eine Bombe fallen lassen. Noch eine Bombe fallen lassen. Alter, wie viel sind das denn noch? Haben wir es jetzt auch langsam? Ich warte noch lieber einmal ab. Jetzt scheint nichts mehr zu kommen. Scheiße, zurück können wir auch nicht mehr, ne? Lol. Ja gut, das müssen wir besser machen, glaube ich. Also, folgendermaßen. Hier machen wir... Nehmen wir erstmal den. Machen das aus und dann knallen wir die ganzen Viecher weg. Service-Mitarbeiter. Ach so, ja, ja, ja. Ja, die können wir eventuell gleich nochmal nutzen, um... Ja, hier können wir nicht durch. Ach so, die kommen erst deutlich später raus. Okay. Ich bring mich nochmal um. So. Wir machen das mal gleich ein bisschen mit Timing. Dann haben wir das vielleicht ein bisschen schicker. So. Dann speichere ich gleich mal nochmal kurz zwischen. Und dann ist das vielleicht auch ein bisschen easier. Wir müssen uns das nicht immer wieder neu geben. So. Jetzt machst du den. Ich weiß nicht, wie, was für eine Reichweite die Teile da haben. Ne? Das ist natürlich auch die Frage. So, ich würde nämlich mich eigentlich gerne hier so in die Ecke stellen. Ich drücke einfach, spam die A-Taste durch. Dann kommen die nämlich gar nicht zu mir und dann sind die sowieso schon down, bis das ganze Ding alle ist. Fuck, das haben die nämlich einmal gekriegt. Scheiße. So, hier kommen immer noch ganz viele raus. Ich sehe auch hier gerade, dass man ins Verarbeitungszentrum kann. So. Die sehen mich auf jeden Fall. Das ist schon mal cool. Ja, dann versuche ich das hier nochmal mit diesem Bombentrick. Kommt her. Kommt hier. Ne, es hat nicht so wirklich hingehauen mit dem Bombentrick jetzt. Hatte, ich weiß nicht, ob ich speichern soll. So, hier jetzt vielleicht mal. Nee, nicht wirklich. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Wie hab ich denn gerade das... Ach so, warte, ich könnte natürlich auch ein bisschen die Scheiße da werfen, ne? So, jetzt sind sie down. Jetzt kann ich auch mal speichern. Alles... Nein! Okay, sehr gut. Da war nämlich noch einer aktiv. Der. Ja komm, den kann man doch locker verarschen, indem man den in so eine Mine reinhaut, ne? Ich weiß nur nicht, wie weit man springt, darum... Hä? Was war da jetzt los? Komm mal näher ran. Oder ich gehe erstmal noch hier hin. Geh dann... Nein! Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ich bomb den, glaube ich, auch weg hier. Was soll's. Ach so, ich habe gar keine Bomben mehr. Ui, das ist ja nervig. Oder ich guck mal, was das hier... Das... Ah ja, okay. Lol. Denn ich hatte eigentlich gedacht, der landet irgendwo anders. Aber das ist ja dann kein Ding. Ja, lol. Der ist auch noch... Wäre auch noch da gewesen. So. Der macht stromtechnisch jetzt keine Ahnung was aus. Ja, warte mal. Was machen wir denn? Ach, ich bräuchte jetzt wohl noch echt nochmal Bomben. Das wäre natürlich schick, ne? Weil jetzt gleich nochmal so eine ganze Reihe Hunde kommt. Ich weiß nicht, wie oft da jetzt noch so ein Viech runterkommt. Gar nicht mehr. Okay, verstehe. Ja gut. Dann gehen wir erstmal gucken, was hier so los ist. Okay, hier ist nur das. Ja, hier können wir nochmal drei retten. Okay. Lol, wo kommt ihr denn her? Lol. Warte mal. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Da. Wenn ich den nochmal... Ach so, ich hatte den, indem ich den hier geholt habe. Dann machen wir das gleich mal ein bisschen anders. Dann haben wir ja mehr als genug von denen da. So, dann springe ich da mal rein. So, zack, dann ist der schon mal weg. Wobei ich mir den eigentlich mal bisher aufbewahre. Fuck, nee, da war noch ein Hund. Ja, dann müssen wir nochmal kurz laden. Dann holen wir uns den nochmal kurz. So. Dann holen wir uns den wirklich nochmal kurz und dann knallen wir hier nochmal kurz die Hunde weg. So. Bist du, München, du bist auch down, wunderbar. Ne, Quatsch, du gehst erstmal in die Mine, damit du auch was Sinnvolles tust. So. Alles klar, dann speichern. Und dann gehen wir runter. Und retten erstmal die Mudokon. Ach, dann sind wir sowieso. Ich speichere nochmal kurz. Das können wir nochmal rein theoretisch neue, ne? So. Weil dann, ich würde einfach nur gerne einen nehmen. Dann sage ich sofort hi. Alter. Ja, okay, der hat das wahrscheinlich gesehen, dass er verzaubert wurde. Dann nehme ich den. Weil dann springt der nämlich in die Mine rein. Und, und macht da erstmal ein bisschen den Weg frei. So. Jetzt muss ich hier nämlich ganz schnell mal weg. Fuck, die können hier mit rein. Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Ach, hier habe ich zuletzt gespeichert, alles klar. Ja, nee, dann brauchen wir alle. Dann brauchen wir definitiv alle. Ich muss mit einem sofort weglaufen. Nein, Alter, du musst dich in Ruhe lassen. Das ist essentiell wichtig. Verstehst du? Du musst mich irgendwie in Ruhe lassen. So, zwei erschieße ich. Dann gehe ich mit einem runter. Und... bring mich da um.
So, dann muss ich hier nur schnell hochlaufen. Ah, so. Dann muss ich schauen, ob ich den anderen nochmal irgendwie kriege. In irgendeiner Range. Fuck. Wie macht man das denn jetzt vernünftigerweise? Also die Hunde sind schon ein bisschen tricky, das ist schon mal klar. So, hier bin ich wieder. Ich könnte natürlich auch alle nach und nach töten. Oder ich erschieße einfach alle und lasse den da oben auch dann verrecken. Geh dann hoch und... ich weiß nicht, wie ich die Dinger dann trigger. Das ist das Problem. Wenn die alle unten wären, wäre das, glaube ich, easier. So, mal schauen. Ja, jetzt habe ich einen von denen. Okay, cool. Jetzt sind sie alle noch am Leben. Bringt mir das was? Eigentlich nicht, oder? Scheiße, der... Ja, unten hätte er mich nachher erschossen. Weißt? Wenn die jetzt alle mal runterkommen. Komm mal runter oder so. Das bringt alles nichts. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich könnte mich jetzt natürlich auch selbst erschießen, ne? Das ist ja nicht so die tolle Sache. Aber warte, hier kann ich das nicht aktivieren? Diesen Strom? Hätte das was gebracht? Ich guck mal ganz kurz, was das bringt. Bringt nichts. Ich bin gerade echt etwas überfragt, muss ich sagen. Ja, schade, ich... Achso, warte mal. Jetzt habe ich die Scheiße da schon wieder aktiviert. So, jetzt habe ich hier die ultimative Power, aber das bringt mir auch nichts. Das bringt mir nichts, außer... Ich renne hier einfach durch. So. LOL! Alter. Jetzt wird es hier langsam aber wirklich mal kompliziert. Warte mal. Was ist denn, wenn ich hier einfach durchrolle? So. Die kommen auch alle hin und her. Ich weiß es gerade echt nicht. Ehrlich, ich bin ein bisschen überfragt, wie man die Geschichte hier zu lösen hat. Die ist echt ein bisschen knifflig. Die kommen ja eigentlich nicht mit runter, ne? Lol, da geht's auf jeden Fall nochmal hoch und runter. Das ist schon mal klar. Ich würde mal sagen, ich beende mal die Folge ein bisschen früher heute. Ich muss mal gleich mal kurz Pause machen. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in Folge, was ist das denn? 42, glaube ich. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Rätsel hier gelöst bekommen. Dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.